So, und damit herzlich willkommen zum nächsten und zum abschließenden Ersteindrucksvideo von der Beta zu Diablo 4. Jetzt fangen wir mit dem Druiden noch an. Da haben wir alle Klassen mal angespielt. Junge, das sind aber Klotze. Klötze. Hat so ein bisschen Mongolen-Style, finde ich cool. So, fangen wir mal bei 1 an. Kahler Schädel. Kommt bestimmt auch gut, ne? Keine Gesichtsbehaarung, einfach glatt. Lassen wir den mal all glatt, den Jungen. Schminke. Lassen wir mal die ganzen Tattoos auch bei ihm weg. So, das sind 6 Reihen, ne? Das ist. Das Grüne finde ich nicht so schön. Das ist so irgendwie so. Keine Ahnung. Sieht nice aus. Aber ne, wir lassen den mal komplett. Wenn wir schon die Haare weglassen, lassen wir auch den Kopf weg. Den Kopf weg. Wo ist denn jetzt hier? Gibt's hier nichts? Ne? Hä? Habe ich es jetzt mit den Augen oder so? Kann das sein? War da nicht mal die Ob da? Ich hab's mit den Augen, siehst du? So. Lupikus. So. Annehmen. Machen wir mal den Druiden. Schauen wir mal da rein, was der so kann. Intro wird natürlich wie gewohnt abgebrochen. Die ganzen Sequenzen. Werden wir alles skippen. Alle skippen, die Sanctuary was Beta. never meant for 6.6. humankind. geht's richtig los. It was forged as a Bin refuge gespannt. from the Sehr war gespannt. between the high heavens and the burning hells. I should find better shelter before I freeze. Okay, was hat der da in der Hand? So ein Steinchen, ne? Ja, da ist wahrscheinlich von der Baustelle oder so. Noch ein Ziegel. Ein großer. Nein, wir gucken mal ganz kurz. Was ist das? Ach, ein Tote. Ach so. Okay, let's do it. Ich dachte mir halt auch, wenn ich schon dauernd darüber rede, dass ich alle Klassen anspiele, ne? Dann mache ich das auch, ne? Ein paar Stunden haben wir ja noch. 6:30 bis 21 Uhr geht die Beta. Reicht locker. Reicht locker. Everywhere. Fangs in the dark. Gah! He bit me! Careful. He's a wild one. What's it to you? Oswin, hush. I'm sorry, one. Come. I'll explain. Ich glaube, wir können schon Level skillen, habe ich gesehen. So, was können wir denn machen? Wir können zum Bären werden. Den Werwolf machen. Wir fangen diesmal von links nach rechts an. Komm, wir machen mal hier. Was war das eigentlich jetzt, was ich genommen habe? Erdspieß spaltet die Erde, durchbohrt den ersten getroffenen Gegner, verursacht 5 Schaden. Oh ja. Das klingt nach Zauberei. Level up nochmal? Krass. Dann gehen wir da hinten raus. Verbesserter Erdspieß. 10 Sekunden, 10%ige Chance, 5 Sekunden lang zu betäuben. Let's do it. Ach, Ruckel, das leckt ja schon hier im Anfangsgebiet jetzt. Uiuiui, also performance-technisch, liebe Leute, da müsst ihr echt noch was. Guckt euch das mal an, ey. Da muss noch einiges springen hier. Da geht ja.
Da geht ja echt viel nicht. Okay. Dann kannst du schön aus der Range casten. Okay, sehr schön. Was haben wir denn hier? Ein Zweihandstreitkolben würde dann den ganzen anderen Kram ersetzen, den wir jetzt anhaben, ne? Ja, pf, egal. Wenn wir mal noch eine alte. Das ist aber, glaube ich, eher was für einen Kämpfer, ne? Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Ist ja ehrlich eher was. Na, mal gucken. Da sind ja noch keine Stats drauf, von daher ist es egal. Wurscht. So. Ich habe mit dem Zauber nämlich das da. Ich bin da irgendwie so. Keine Ahnung. Das wird schon passen. Alles kaputt machen, das ist ganz wichtig. Eine einzelne Keule, siehst du mal, geht doch. So, schon wieder Level up. Was gibt es noch? Zerschmettert Gegner zwischen Erdsäulen. Oh, ja, nett. Es ist kraftabhängig, okay. Auch mit dem baue ich links baue ich Geisteskraft auf. Genau, und dann ist. Okay, das ist wie hier. Ist klar, verstehe. Das ist ja schon fies mit der. Dem Erdrutsch, ne? Schon sagen. Was gibt's denn Schönes? Achso, wir könnten das mal markieren. 9, 20. 3. Weg damit. I. War das gerade schon wieder ein Level Up? Ja, war schon wieder ein Level Up. Visieren. Nach dem Erdrutschgegner viermal Schaden zugefügt, macht der nächste Treffergegner unbewegungsunfähig. Oha. Na gut. Eins. Und dann hast du keine Geisteskraft, dann geht das nicht. Dann macht er so einen auf Timer hier. Hm.
So, dann sind wir wieder hier. Hello. Schon auf mich zu. So. Okay, okay. Das ist das. Jetzt probieren wir mal was anderes. Was haben wir denn noch? Eine Windschere. Beschwört eine durchschlagende Windklinge, die 6 Schaden verursacht. Und einen Sturmschlag. Elektrizität sammelt sich in der versucht sie bringt auf Gegner über. Okay. Was war das? Wirkt über eine Chance von 15%, alle getroffenen Gegner 5 Sekunden lang bewegungsunfähig zu machen. Das ist ja dann der Waffenschlag. Warte, was ist das eine da? Das ist ja eher ein Schuss. Warte mal, dann mache ich den dahin, dann tausche ich das Kammer aus. Da geht's nicht weiter. Hat er den jetzt echt wieder geholt? Lümmel! Da muss ich frontal davor stehen, der schießt geradeaus durch, okay. Das ist auf jeden Fall beides keine Geisteskraft. Der Hammer. Zweihand. Zweihand will ich jetzt nicht. Nix da. Wir sind hier doch voll der Caster und so. Infight-Caster eher, ne? Weil die Waffe verzaubern wir ja. Oh. Und jetzt durch. Hui. Herausforderung Elementarkünstler. Ach, jetzt kommt wieder unser Onkel hier. Onkel Freddy. Oh shit, da sollte ich vielleicht nicht drinstehen. Oh
Shit, aua. Gib mir deine Heiltränke. Ja, mit Fernkampf kriege ich ihn noch. Ui. I must wait a minute. Wird ja jeder kommen hier. Uff. Da bin ich den Hämmern nicht aus. Den Hämmern nicht ausgewichen hier. Hallo. Einfach hinlegen hier. Gute Sache. Passt schon. So. Das ist wieder so ein. Der ist wieder Zweihand, ja. Der ist wieder Zweihand. Das wollte ich nicht. Ja, ganz okay, ne? Muss schon Level up? Nö. Dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum. You've returned. The old ruin. Lost souls. All of you. Attacke. Ein Lederwams. Bessere Buchs. Und besserer. Besserer Torso. Oder ist noch einer? Junge. Mehr. Ivani. Oder Fani. Vani. That was all of them. Light willing. So. Madman, those heretics drugged me after I returned from the ruins. Just like. Wer hat Schlüssel? Also, es sieht schon sehr stämmig aus, ne? Das sieht schon brachial aus. Gefällt mir. Gefällt mir. Ich glaube, ich laufe falsch. Ich muss unten lang, ne? Ich muss hier raus. Ich muss woanders lang. Hier komme ich doch, glaube ich, her. Ich muss jetzt. Warte mal, noch eins weiter. Achso, Totem. Sehr schön. Hat sich doch schon gelohnt. Amulett und ein besseres Totem. Ja, moin. Jetzt laufen wir halt mal richtig ausnahmsweise.
Da kein Problem. Altar von Lilith eingenommen. Hast du mich jetzt eingefroren? Lümmel. So, was gibt's noch Schönes Neues hier unten? Wir haben den Tornado und den Gewittersturm. Achso, wir können das ja gar nicht benutzen. Warte mal, da muss ich was anderes rausnehmen. Weil wir haben ja noch gar nicht die, Achso, das geht gar nicht. Warte mal. Das ist der Sturmschlag. Muss ich das rausnehmen? Da einen rein und dann so. Jetzt hat. Der kostet bestimmt, oder? Geisteskraft kosten, jawohl. Die Größe eures Gewitterschuhs bleibt 4 nach dem 4 Sekunden lang erhalten. Ah ja. Ich sehe schon. Ihr merkt's, oder? Hat Gewicht. Ein zusätzlichen Blitzschlag. Das heißt, wir hätten 2? Nee. Was auch immer, wir probieren's. Beim Blitz geht das ja immer sehr schnell, von daher dürfen wir uns dadurch nicht verwirren lassen hier. Er hat doch so 2. Okay, alles klar. Sieht man. Hat eben die ersten 2 getroffen. Warte mal, wir müssen jetzt da wieder lang. Das ist so eine Truhe. Gib her. Gib her das Zeug. Ein wenig elektrifiziert hier. Ah, da ist ja wieder meine Lieblingshöhle. Spinnen. Kopfschuss. Oh. Direkten Kopfschutz. Er ist. So, ja, ernst oder was? Da kann ich ja jemanden mit aufspießen hier. Junge, Junge. Was ein Geweih. Die Ziege vom Nachbarn hier. Das war die Ziege vom Nachbarn. Also wenn ihr mal euer leibliches, ne, und so immer zu Grimdorn kommen. Wir passen da sehr gut drauf auf. Euer leibliches, was war das für ein Ausdruck? Euer liebevolles Tier. So, weg damit. Manchmal passt mein Blödsinn einfach nicht zusammen, ne, den ich da so verzapfe oder erzähle. Das ist irgendwie ganz komisch. Als wenn du sagen würdest, Äpfel sind pink. Dann wird's auch nicht besser, ne? Zack!
Wolltest du den gerade wiederbeleben? Nix ist, Freund. So, was sind wir denn jetzt? Level 5, ne? Mal noch umswitchen gleich auf Werwolf. Den wollen wir auch. Ach, guck mal, dieses Bambi. Füchig Bambi. Das ist schon cool mit dem Blitz, ne? Gefällt mir. Erstmal den Schaman hier. Bam. Weil der holt die eh wieder, ne? Sieht man ja. Lümmel. Ach so. Er sieht wieder die Statue. Yep. So, was haben wir denn jetzt alles gekriegt? Ein Streitkult, das bringt nichts. Alles schlechter, okay. Da ist aber gleich wieder an unserer. Stadt. Genau, dafür haben wir keine Zeit. To enter Kyobushad, you must perform a cleansing ritual. Take a piece of holy cedarwood from the shrine. Er brennt eure Sünden. Was hatte ich denn noch gar nicht? Nimm mal Pride. Ist gar nicht mehr. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich schon genommen habe. Reife Prüfung abgeschlossen. Willkommen in Ruckeltown. Hui. So, what did you write on the little piece? I'm off to the dry step. Something about hubris or pride, perhaps. Cracked hooves, sway back, cloudy eyes. This poor thing is practically crumbling. Ein Loch ruckelt's nicht. Noch sind wir nicht im Multiplayer-Part. Kommt noch. Laufe ich jetzt echt einmal um das Gebäude rum? Ach Mensch, Krimi. Eingang verfehlt, würde ich sagen. Achso, das Amulett darf ich nicht vergessen. So, jetzt kommt gleich wieder der Riesenruckler. Apologies. Ich traue mich gar nicht, mich zu bewegen. Bringt eh nichts. Wie? Oh! Haben sie das gefixt? Das lädt gar nicht. Sehr gut. Stolz auf euch. Letztes Video und zack, keine Laderuckler mehr. Geil. Ein bisschen noch lag, ne? Gut. Ah, ich sehe das schon. Das wird schon. Bei Release. Ruckel, ruckel. Das wird werden. Can be sought through penitence and faith. Walk in the light. We must be ever vigilant. Here, take the knight's report before you go. Reverend, I received a report of a potential demon sighting. Horned woman near Yelesna Mines. Performed routine in. So, Vigos Bericht Hammer. Hätte ich fast liegen lassen. Mm-hmm.
So, wie latsche ich jetzt wieder? Einmal komplett hier runter und dahin über die Brücke. Okay, let's go. Oh Gott. Du willst doch kein... Nein, geh weg. Lass mich. Krieg immer so gern unnötige Gruppen- oder Duelleinladungen. Das sieht schon krass aus mit seinem Toten da im Arm, ne? Das Riesengebölde da. Schon cool. Also gefällt mir auch der Druide. Jetzt wäre man natürlich... Wieder reitet einer mit dem Pferd. Ich will auch. Aber das ist ein NPC. Okay, alles gut. Dann ist ja gut. Hab nichts gesagt. So, jetzt werden wir mal die Skillung ändern. Mal die anderen Sachen noch ausprobieren, bevor wir Level 8 bis 10 sind. Alles erstatten, jawohl. Was haben wir denn noch? Den guten Werwolf. Oh, ich werde angegriffen. Shit. Oh, geil. Was haben wir noch beim Werwolf? Was ist das? Zerfetzen. Kombo aus drei Angriffen, Angriffsgeschwindigkeit und Heilung. Oh. Oh, was? Das ist natürlich schön. Da brauchen wir noch zwei Skillpunkte, muss man also in die Passiva reinbollern. Klaue hat eine Chance, doppelt anzugreifen. Klaue verursacht im Verlauf Giftschaden. Giften, Mann, das ist immer gut. Dritte Kombo-Angriff ist größer und verursacht im Verlauf von 5 Sekunden zusätzlich Giftschaden. Der zweite und dritte Angriff von Zerfetzen löst außerdem Stürmen aus. Wir gehen mal Richtung Gift. Achso, geht gar nicht mehr. Achso, ich habe gar keinen Punkt mehr. Okay. So, jetzt sind wir mal auf Werwolf. So, wo muss ich hin? Da lang. Klitsch, klatsch, klitsch, klutsch, klitsch, klatsch. Hauen aber ordentlich rein, ey. Junge. Aua. Aber ich auch. So. Ist das da unten das Event? Das ignoriere ich jetzt mal. Wir machen jetzt den üblichen, wie die anderen Videos auch durch. Ganz gemütlich. Haben wir schon wieder einen Fertigkeitspunkt. Den baller ich mal hier hinten rein. Machen wir da auch noch Gift drauf. Dann wird's richtig eklig. Guck mal, wie sie dampfen, ne? Das ist cool gemacht pro Elementarart oder, ne? Beim Eis, beim Blitz, also Schock und so, Feuer, Gift. Die unterschiedlichen Arten finde ich sehr nice. Wenn sie verbrennen und so, finde ich gut. Finde ich echt gut. Das mit dem Gift ist aber auch cool, ey. I do not have enough spirit. Gefällt mir. Und diese Verwandlung vom Kampf zurück in den Menschen und umgekehrt. Also das ist schon geil. Sobald man in den Angriffsmodus geht, geht man automatisch in die Werwolfsform. Das gefällt mir. Boah, das wird schwierig zu entscheiden, was ich bei Release spiele. Druide gefällt mir auch echt gut.
meine, wir spielen ja eh alle Klassen einmal gemütlich durch mit der Story und so und gucken mal dann, wenn wir damit hinten rausnehmen. What do you need? Das wissen wir noch nicht so hundertprozentig. So, wo gehe ich am besten raus? Ja, am besten hier wieder. Einfach nach Norden durch. Gib ihm. Und auf die Pferde, wie gesagt, bin ich auch gespannt hier. Die Mounts. Also das mit dem Gift ist cool. Gefällt mir. Wir werden bei Release eh noch sehr, sehr viel Skill an den Skillungen rumprobieren. Mischskillungen machen, eigene Skillungen machen. Viel rumprobieren, nichts nach Meta und so. Einfach mal ein bisschen testen. Wie wird's sehen? Engelshauch. More strangers in the camp. Are you Viggo? I was sent. She did. Also die Werwolf-Skillung gefällt mir von den dreien jetzt bisher am besten. Müssen wir mal gleich gucken, was der Bär noch so drauf hat. Werde ich mal im nächsten Level up switchen. The damn hoist is stuck. We've got to go on foot. Look out! I do not have enough spirit. It's mine now, girl. She gave it to me when I let her friend pass through. Erzähl mir mehr. Jetzt habe ich einen Buff und jetzt gehen wir. Was habe ich denn da? Verursachen Bonusschaden und erzielen kritische Treffer. Das ist aber gleich schon wieder abgelaufen. Primitiver Schlägel. Ist besser, schlechter. Das sind zwei Hand, ne? Ja gut, jetzt Carsten ist eigentlich egal. Weiß noch nicht. Später muss man dann eh mal gucken wegen den Stats, was da auf dem Totem drauf ist und was in der Zweihandwaffe drauf ist. Main. Ist ja jetzt wurscht. Jetzt machen wir halt mal den Damage Plus. Ist in den ersten Level sowieso wurscht. Nice, nice. Gefällt mir. So, kommen wir da jetzt schon runter? Da kommen wir schon runter. Was ist das denn? Blutgeheul. Verwandelt durch den Werwolf lässt ein wildes Feuer, das euch maximal 20%
eures... Oh, ein Heal. Self-Heal sogar dabei. Das ist ja nice. ...20% vom Leben? Das ist schon ordentlich, ne? Könnt ihr mal ganz kurz gucken, was der Caster noch hat? Zyklonrüstung. Mächtige Winde umgeben euch und verringern euren Litten nicht physischen Schaden. Bollwerk. Felsen umgeben euch drei und gewähren eine Barriere, die Schadenhöhe von 45% eures Basislebens absorbiert. Oh, das... Also psychisch und nicht psychisch. Psychisch. Also das Blaue dann magisch. Und hier ist das schwächende Gebrüll vom Bären. Den wollten wir uns jetzt eh mal angucken. So, der da. Da muss ich dann noch einen reinhauen. Was ist das? Herz maximale Geisteskraft. Erhöhen, pulverisieren. So. Die Reichweite und den Radius vom Anfallen. Gegner, die von Pulverisieren überwältigt wurden, sind 2 Sekunden lang betäubt. Das ist natürlich auch nice. Das ist das Schwächen. Das verwandelt euch einen Wehrbären, stößt ein mächtiges Gebrüll aus, das den von Gegnern in der Nähe verursachten Schaden 4 Sekunden lang um 50 verringert. Okay. Da kann man... Ach, guck mal. Da unten kannst du dann Gefährten beschwören. Kletterranke oder Raben. Okay, cool. Kletterranke schießt alle 7 Sekunden aus dem Boden. Fügt Schaden zu. Ja, nice. So, haben wir die Punkte alle verteilt? Ja. Wenn ihr es jetzt noch hinkriegt, dass ich das Fenster zumache, können wir weiterspielen. Da 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 da. Bin mal gespannt jetzt hier. No lift. The jam must be deeper down. Locked. Over here. I can squeeze through to the other side. Wait, hold on. And there she goes. Oh! Geht Schluss. Ui. Das ist aber groß. Der ist ja richtig big. Ich denke mal, der Wolf ist DD und der Bär wieder Tank. Gehe ich mal von aus. Vermutung. Ups. Achso, wir können ja hier den Schwächungskram reinlegen. Und dann... Oh, wow. Ernsthaft? Das ist der da gewesen, ne? Der rechts... Pulverisieren. Schmettert auf den Boden und fügt Gegnern in der Nähe Schaden zu. Ja, geil. Nice. She wouldn't. Or she shouldn't have. I'm sure she had good reason. Können wir nochmal machen hier. Achtung. Bäm. Ho, ho. Okay. Gekauft. Und kommt alle her. Platsch. Das ist ja geil.
do not have enough spirit. Das ist ja geil. Okay, das gefällt mir. Das ist genau dem Grimmi sein Ding. Erstmal Schadensreduzierung und dann... Oh. Yes! Okay, damit kann ich arbeiten. Einmal schön zusammenziehen hier. Kommt mal alle her. Hui! Oh, reicht nicht mehr. Das ist doch abnormal. Kriegt doch irgendwas drauf, ne? Stehlung. Das ist ein Art Schild, hä? Okay. Die dicke Axt für den Zwerg. Jawohl. So muss das. An opening. Okay, ich habe glaube ich meine Skillung gefunden. Werwolf ist auch sehr cool. Also ich mag ja diese Gestaltwandlung, gefällt mir sehr gut. Aber ich glaube, es wird der Werbär. Ich glaube. Ich bin ein wenig von überzeugt. Aber was beim Release? Also Druide wird's der Bär. Barbar? Da bin ich noch ganz unschlüssig. Der hat ja 3 oder 4 Waffen. Das ist... Also ich werde auf jeden Fall entweder Druide oder Barbar erstmal nehmen. Ich denke, der Druide gefällt mir echt verdammt gut. In dieser Bärendinger-Geschichte. Ich glaube, das wird mein erster sein. So, jetzt diesmal nicht vergessen, hier rüberspringen, nicht wieder auch zurücklaufen, genau. Wie in den anderen Videos. Rinder! Attacke! Oh, yes, genau so muss das sein. Das ist wie wenn ein Zwerg mit einer Arschbombe ins Wasser springt. So fühle ich mich gerade. Richtig. Gut. Das ist echt nice, ey. Mein lieber Mann. Ja, da machen sie nichts mehr, ey.
Da ist Feierabend. Da ist echt sensige Ende Gelände hier. Aber Werwolf ist halt der Life Leech gut und das Gift, ne? Das ist halt auch ziemlich geil. Gefällt mir auch sehr nice. Schwächendes Gebrüll verleiht euch außerdem Stählung in Höhe von 22% Basisleben. Ah, das ist diese Panzerung, die man da noch drauf kriegt, ne? Ich glaube, das kriege ich ja auch durch die wenn ein Gegner von Anfall getroffen ist, erhaltet ihr Stählung. Das muss diese Panzerung, dieses Schild sein, das dazu wächst. Pro Hit. Nice, nice. Normale. Die kämpft doch dann noch rum. Wo da hinten? Oh, yes. Was, ach, da ist sie. Erst verschwindet sie, dann kommt sie wieder. Ja. So. Ihr bleibt einfach mal liegen. Wir kennen uns ja schon. Einfach hinlegen. Caster da hinten? Nee. Kein Schamane, meine ich. Das ist, bleiben ja gerne da hinten und beleben dann einfach wieder. Da machen sie nichts mehr. Da ist Sense. Ah, da brauche ich gar nicht überlegen, da passt das passt am ehesten zu mir. Von der Skillung. I like it. Mit 68 Stählungen drauf. Ja, nice. So, jetzt gab es einen Ring und einmal Handschuhe. Die Stählung geht auch mit der Zeit wieder weg, ne? Der Wert, der reduziert sich wieder auf 0, wenn du nicht kämpfst. Oder allgemein. Wenn er nicht wieder aufgebaut wird. Huch. Achso, jetzt kommt ja er. Sie. Einfach hinlegen. Ruhe geben. You've mastered your fate. Ja, sehr cool. Haben wir jetzt mal alle Klassen angespielt? Also vom Genusslevel her Necro Caster auf jeden Fall sehr angenehm hinten zu stehen und einfach nur so ein bisschen. Ne, so. Beim Necro ist es natürlich ganz krass, da schickst du einfach nur deine Jungs vor. Wenn du keine Lust hast, kannst du einen Kaffee gucken gehen.
Also beim normalen Trash halt, ne? Beim Boss natürlich nicht. Der Jäger ist so das Einzige, wo ich nicht sicher bin, was daraus wird. Bei mir natürlich, ne? Da bin ich mir noch nicht so sicher. Aber da kann man ja auch noch ein bisschen rumexperimentieren. Den finde ich sehr, sehr schwach am Anfang. Sehr mühselig. Baba und Druide ist auch mittel. Ist okay. Also gerade der Druide gefällt mir gut. Der Caster und der Necro, die hauen ja sowieso rein. Ja, da werden wir einiges zu tun haben bei Release. Ich will auf jeden Fall alle Klassen zocken, ganz klar. Let's go. Was kommt da alles? Juhu! War was? Oh, ein Schädelbrecher. Sehr schön. I'm low on spirit. Allein durch diese Stehlung kannst du natürlich ein bisschen mehr einstecken, natürlich. Ganz klar. Was ist das? Gewaltiges Teufel. Teuflisches Folio. Ja, die verschwindet als immer im Nichts, ne? Verdünnisiert sich. Das ist der Wahnsinn. So, nicht besser, nicht besser, nicht besser. Auch nicht besser. Hat er echt noch einen wiederbelebt? Unglaublich. Unglaublich. Einfach mal geplättet, den jungen Mann. Ach, jetzt müssen wir hier wieder. Die Magie stoppen. Also, sie holt die Magie von der Tür und ich muss sie beschützen. So rum war's. Forts. Sehr gut. Sehr gut, Madame. Ja, und dann sind wir jetzt schon wieder bei der Mutter im Raum. Und war's das auch schon wieder, ne? Jawohl. Jetzt sind wir wieder bei Mutti. Die müssen wir jetzt bekämpfen. Das machen wir jetzt nicht mehr. Also ich muss sagen, Druide, Werbär auf jeden Fall. Die magischen Dinger, die Elemente muss ich mir nochmal anschauen. Wenn wir vielleicht ein bisschen reinmischen beim Release. Ah, ich bin noch nicht so 100%, aber ich denke mal, der Druide wird meine erste Klasse werden, die ich spielen werde bei Release. Ja, das waren dann alle 5 Klassen, die ich euch mal kurz ein bisschen vorgestellt habe. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ihr freut euch genauso wie ich auf den 6.6. Und ja, dann sehen wir mehr auf diesem Kanal, wenn ihr Lust habt. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja.
bis im nächsten Let's Play, ne? Macht's gut. Tschüss.